Hey Leute, heute geht es wieder um das Medizinstudium und zwar speziell um die Anatomie und meine Erfahrungen mit den Leichen. Wie sieht das aus mit dem Sezierkurs? Wie viele Leute ist man da? Muss man da wirklich Hand anlegen, also selber sezieren an der Leiche? Wie ist es mit dem Geruch im Sezierkurs? Kann man das überhaupt aushalten oder wird einem da schlecht? Muss man da direkt wieder rauslaufen? Und viele weitere Fragen, die ich bekommen habe. Das werde ich heute alles beantworten, alles allerdings aus meiner eigenen Sicht. Ich hatte jetzt ja schon vor ein paar Jahren den Anatomiekurs. Das kann ja mittlerweile sich auch geändert haben. Und außerdem hatte ich persönlich den Anatomiekurs nur in Mainz und nicht überall in Deutschland, ist ja klar. Deswegen kann das natürlich an jeder Universität ganz anders aussehen. Wie hat das Ganze jetzt angefangen mit Anatomie? Also als erstes hat man natürlich eine kleine Einführungsstunde, ja, und da wird einem dann erstmal so ein bisschen erzählt, was man überhaupt für Kurse hat. Also es gibt halt Vorlesungen, es gibt Seminare und es gibt den eigentlichen Sezierkurs in der Regel. Dann wird einem halt eben auch erstmal gesagt, was man überhaupt für Materialien benötigt, ja, also für den Sezierkurs jetzt explizit. Da braucht man ja einen Kittel, dann braucht man Sezierbesteck, also eine Pinzette und auch ein Skalpell. Und Handschuhe zum Beispiel sind noch ganz wichtig. Da habe ich euch jetzt auch viel von dem Material unten in der Infobox verlinkt. Könnt ihr euch einfach mal anschauen. Also abgesehen davon, dass man natürlich in den Seminaren und Vorlesungen einfach viel anatomische Strukturen auswendig lernt, hat man eben den Sezierkurs. Und da wird man dann direkt am Anfang eingeteilt in Gruppen von ungefähr 8 Leuten und bekommt dann sozusagen eine Leiche. Also eine Leiche, 8 Leute ungefähr, kann man so sagen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viele Leichen gerade die Universität zur Verfügung hat. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie viele Menschen sich freiwillig zum Sezieren freigeben, sage ich mal, also die unterschreiben, bevor sie sterben. So funktioniert das, soweit ich weiß, ein Paper, dass sie sich sozusagen für die Wissenschaft bzw. für die Lehre sozusagen freigeben. Und davon hängt es natürlich ab, wie viele Studenten an einer Leiche präparieren. Das erste Mal, als ich dann in den Präpariersaal gekommen bin, war es ehrlich gesagt schon ein ziemlicher Schock. Du kommst rein und du merkst einfach, wie es eine komplett besondere Aura irgendwie hat. Also du siehst die Leichen nicht direkt, weil die sind alle abgedeckt, aber du weißt natürlich, dass da tote Menschen darunter liegen. Und das ist schon ganz schön krass, wenn man da diesen Präparierkurs hat. Außerdem kommst du natürlich rein, hast erstmal diesen extrem scharfen Geruch in der Nase irgendwie, ja. Das ist dieses Formalin oder besser gesagt Formaldehyd. Das ist eine Lösung, in der die Leichen eingelegt werden. Zum einen zur Fixierung und zum anderen, dass die länger haltbar sind, sozusagen. Also klingt jetzt vielleicht so ein bisschen komisch, aber das wird einem natürlich verständlich, wenn man weiß, wie viele Wochen, Monate die eben benutzt werden sozusagen für die Lehre, ist es ja völlig klar, dass die eben konserviert werden müssen. Ja, so war das damals und dann bin ich da reingekommen und hast halt wirklich wahnsinnigen Respekt. Also die wird natürlich auch im Vorhinein auch gesagt, dass man eben sehr respektvoll da drin umgehen soll. Man soll jetzt nicht irgendwie blöde Scherze machen oder sich, ja, sag ich mal, nicht korrekt in irgendeiner Art und Weise verhalten. Das ist eben ganz wichtig. Und dementsprechend verhält man sich natürlich in der Regel auch da. Ja, das Erste, was wir machen mussten, war natürlich einfach die Schutzkleidung anziehen. Also du hast eben deinen Kittel dabei gehabt und jeder hat auch seine eigenen Handschuhe mitgebracht. Und das musste ich natürlich erstmal ausrüsten, erstmal schauen, okay, was hast du jetzt überhaupt an Sezierbesteck dabei? Und dann hat man sich um die Leiche eben versammelt, man hat eben die Leiche dann aufgedeckt und dann hat man eben das erste Mal so richtig einen toten Menschen gesehen. Also wenn man natürlich vorher jetzt noch keinen, sag ich mal, Familienangehörigen oder sonst irgendwo eine Leiche gesehen hat. Also für mich war das das erste Mal und das ist dann schon ganz schön heftig irgendwie. Also wenn man dann auf einmal wirklich so eine tote Person sieht und so, da kriegt man echt, sag ich mal, so einen richtigen Schock. Das ist nicht wie im Film oder so, wo du dann da irgendwo mal eine tote Person siehst oder irgendwie eine Leiche, sondern das sieht dann wirklich auch ein bisschen anders aus, weil die ja in diesem Formalin eingelegt sind. Und mit dem Geruch muss man halt auch erstmal klarkommen, man gewöhnt sich da relativ schnell dran. Also ich will jetzt auch nicht sagen, das ist so grauenhaft oder so. Es ist eigentlich ein sehr cooler und sehr spannender Kurs, muss ich ehrlich gesagt dazu sagen. Ohne das, also ich will das jetzt nicht verteufeln oder so. Ich finde es einen super wichtigen und sehr guten Kurs. Und in Mainz hatten wir das leider nur ein Semester, komplette Anatomie und Neuroanatomie. Viel besser finde ich es, wenn man es mehrere Semester hat. Ich weiß, dass man, glaube ich, in München 4 Semester Anatomie hat in der Vorklinik, also über die komplette Vorklinik, über die kompletten 2 Jahre. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr sinnvoll, weil es eben doch ein sehr, sehr wichtiges Fach ist, um einfach ein gutes Verständnis für den menschlichen Körper zu bekommen. Der erste Moment, wenn du dann eben dein Skalpell ansetzt an der Haut und erstmal so den ersten Schnitt machst,
ist auch ganz schön heftig, sag ich mal, dass du da wirklich so richtig ins Fleisch reinschneidest und so. Und ja, du tust ihm natürlich dann in dem Moment nicht mehr weh, was natürlich gut ist, aber es ist halt, ja, schon krass, wenn man dann irgendwie die Haut aufmacht und dann hat man natürlich erstmal Bindegewebe, Fettgewebe darunter, was du erstmal frei präparieren musst, bis du dann irgendwelche richtigen Strukturen siehst, so wie irgendwelche dicken Nervenfasern oder halt Muskeln natürlich, Muskelknochen, alles musst du dann eben feinsäuberlich frei präparieren. Ja, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so Archäologen, ja, hat man sicherlich schon mal in dem einen oder anderen Film gesehen, wie die dann so wirklich feinsäuberlich mit Pinsel und Pinzette da irgendwas frei präparieren, und das Gleiche hat man letztendlich in der Anatomie auch. Also man muss da wirklich sehr aufpassen auch, dass man da irgendwie keine Sehnen, keine Nerven irgendwie durchtrennt. Also mir ist es persönlich selber auch passiert, weil es sind teilweise so feine und kleine Strukturen, dass es so einfach passiert, dass man da mal die Struktur durchschneidet, und das ist auch kein Weltuntergang. Man sollte natürlich probieren, das nicht zu machen, das irgendwie zu verhindern, aber schlimm ist es dann letztendlich auch nicht. Ja, und wie läuft das Ganze jetzt ab? Also jeder präpariert dann eben an einer Stelle vom Körper los und beschäftigt sich dann intensiv mit einem Körperteil und liest dann eben zu Hause auch darüber nach, so war es zumindest bei uns, kriegt halt sozusagen auch ein bisschen Hausaufgabe, dass man sich da gut drauf vorbereitet, was letztendlich einen sehr guten Lerneffekt hat, und stellt das dann das nächste Mal seinen Kollegen vor. Und so bekommt jeder dann wieder einfach so ein bisschen Wissen vom anderen. Jeder beschäftigt sich mit einer Struktur und am Ende gibt es dann eben so ein großes Ganzes. Und das finde ich eigentlich sehr cool, finde ich richtig gut gemacht. Und ich finde, so einen Kurs darf man eigentlich auch im Medizinstudium nicht abschaffen. Also sowas ist wirklich essentiell. Ja, und dann hat man natürlich auch immer noch Zwischenprüfungen. Ja, also es gibt, bei uns gab es, glaube ich, gar keine schriftliche große Prüfung. Bei uns gab es dafür 4 mündliche Prüfungen, 4 Testate. Und das war dann immer so nach einem Monat, nach 4 Wochen wurde man dann eben in einem bestimmten Bereich geprüft. Also zum Beispiel Neuroanatomie, wo dann komplette Gehirn, Rückenmark, alle Nervenfasern im Körper, Durchtrittstellen im Schädel und so weiter, alles eben abgefragt wurde mündlich. Und da war man natürlich schon immer sehr aufgeregt, muss ich selber auch zugeben, dass ich da sehr aufgeregt war. Aber also in Mainz hat das eigentlich immer ganz gut geklappt. Da sind wirklich die allermeisten immer direkt durchgekommen beim ersten Mal. Aber es kam natürlich dann doch auch immer so ein bisschen auf den Prüfer an. Es gibt halt manche, die prüfen ein bisschen leichter, ein paar, die prüfen ein bisschen gemeiner, gehen ein bisschen mehr in die Tiefe. Und da kann es dann auch mal passieren, dass man irgendwie durchfällt, was jetzt auch kein Beinbruch ist. Dann kann man es in der Regel eine Woche später nochmal wiederholen und dann hat man nochmal Zeit, sich alles anzugucken, und das passt dann so eigentlich ganz gut. Wie habe ich mich jetzt auf die Prüfung selber vorbereitet? Also zum einen gibt es natürlich die großen Anatomie-Atlanten, ja, Prometheus oder Sobota. Da war dann auch immer die Frage, okay, welche von den Atlanten ist jetzt der bessere Atlant? Das muss dann letztendlich auch jeder selber wissen. Ich fand den Prometheus ehrlich gesagt etwas besser, um jetzt mal ein bisschen Werbung für Prometheus zu machen. Ist nicht bezahlt. Aber ja, den Prometheus fand ich einfach sehr gut. Da stand einfach immer noch ein bisschen mehr drin und auch so ein bisschen mehr klinischen Bezug. Ansonsten sind Karteikarten auch immer sehr praktisch, weil es ist ja doch Anatomie, sehr viel auswendig Lernerei. Und wenn man Karteikarten hat und dann einfach Vorne- und Rückseite hat, dann kann man sich selber einfach sehr gut abfragen. Der dritte Punkt ist, wenn du dich zum Beispiel mit Freunden einfach zusammensetzt und dich gegenseitig abfragst. Zum Beispiel kann man sich häufig auch in der Uni, wenn ihr eine medizinische Bibliothek habt, gibt es dann auch immer irgendwelche Skelette oder irgendwelche Organe oder so, die man sich dann einfach zusammen angucken kann, und der eine weiß vielleicht die Struktur, der andere die, und dann kann man sich so gegenseitig ganz gut ergänzen. Der vierte Punkt ist, dass von der Uni auch häufig Skripte zur Verfügung gestellt werden. Ja, die wissen natürlich auch, worauf sie jetzt prüfen und was jetzt wirklich wichtig ist und was nicht, weil in den Atlanten steht dann doch immer sehr, sehr viel drin, jede kleine Struktur, und man muss ja dann letztendlich doch nicht alles wissen. Auch später für die Klinik ist auch nicht alles wichtig. Da sind die groben Strukturen wichtig, aber eben nicht die ganz kleinen Details. Und deswegen würde ich dir auch raten, da eben auf die Vorlesungen, Seminare und auf die Paper, die dir da im Unterricht ausgehändigt werden, zu achten und das einfach durchzukauen und durchzustehen, und in der Klinik wird dann alles bisschen angenehmer und einfacher. Da gibt es nicht so eine große Auswendiglernerei, sondern mehr klinikbezogen, mehr patientenbezogen. Also deswegen macht ihr mit der Anatomie keinen Stress, das ist alles machbar. Natürlich muss man sich erstmal so ein bisschen an alles gewöhnen, aber da kommt man sehr gut rein und die Mitstudenten ziehen einen auch mit, deswegen macht ihr da nicht zu viele Sorgen. Was sagt ihr denn zur Anatomie? Findet ihr das wichtig, dass man das im Studium hat? Hat euch jetzt auch mein Video irgendwas gebracht?
Schreibt es mal unten in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich habe hier oben noch eine kleine Umfrage gestartet, müsst ihr hier oben auf das i drücken. Mit weiteren Themen, die ich gerne über das Medizinstudium mit euch besprechen würde, könnt ihr einfach voten, was euch da am liebsten gefällt. So, wie ihr seht, bin ich nicht in meiner üblichen Umgebung. Ich bin hier gerade in der Creative Forge, deswegen vielen Dank an Steve Heng und die Bavaria Film, dass ich hier drehen durfte. Auch vielen Dank an die anderen Boys, die habe ich euch unten auch nochmal verlinkt, die mir hier einfach noch ein bisschen Input gegeben haben und mich alle ganz gut supporten. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn dir das was gebracht hat und dir das Video gut gefallen hat, dann werde ich in Zukunft noch mehr Videos darüber machen. Ansonsten könnt ihr noch kostenlos meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ansonsten habe ich auch noch andere Social Medias, Facebook, Instagram, auf denen ihr mir gerne folgen könnt. Wir sehen uns im nächsten Video, seid gespannt auf die nächsten Projekte. Bis dahin, macht's gut, euer Docmo. Ciao.